1200 Kilometer im Jahr joggen, obwohl ich es hasse. Und das ist kein Clickbait. Ich bin im letzten Jahr 1200 Kilometer gelaufen. Eigentlich waren es sogar ein bisschen mehr, weil ich nur das Joggen getrackt habe und Fußballtraining und Tennistraining etc. gar nicht mitgezählt habe. Das sind 100 Kilometer im Monat, sprich 3,3 Kilometer am Tag. Für den einen macht das vielleicht ein bisschen viel sein, für die anderen vielleicht eher wenig. Das soll aber auf gar keinen Fall ein Flex sein, aus dem Alter bin ich sowieso raus, sondern ich will euch mit diesem Video einfach nur ein bisschen anspornen, ein bisschen motivieren, euer Sportprogramm im Jahr 2022 durchzuziehen. Achtet davon, welcher Sportart ihr nachgeht. Tipp Nummer 1, und das ist wohl wahrscheinlich auch der wichtigste. Und zwar, mach Laufen bzw. mach Sport zu einer Gewohnheit. Heißt, egal welcher Wind draußen weht, egal welches Wetter draußen ist, ihr geht raus und zieht euer Sportprogramm durch, komme was wolle. Getreu nach dem Motto, heute kann es regnen, stürmen oder schneien, alles ganz egal, der Korte, der haut rein. Denn Leute, wisst ihr, wann ich gefeiert habe? Nicht am 31. Dezember. Dann habe ich nicht gefeiert. Ich habe gefeiert am 30. März. Warum? Weil man ungefähr so 3 Monate braucht, bis man eine Angewohnheit manifestiert hat. Und am 30. März, Leute, stand ich auf der Dachterrasse und habe mich selbst gefeiert, als hätte ich die Champions League gewonnen, weil ich wusste, ab jetzt wird es einfacher. Als ich also wusste, dass das Ganze zu einer Gewohnheit geworden ist, heißt Ende März, wusste ich, jetzt wird es nur noch einfacher. Heißt, ich habe morgens auch nicht mehr nachgedacht. Bei dem Spiel ist es sowieso so, wer denkt, verliert. Also nicht nachdenken. Ab da habe ich wirklich morgens einfach nur die Schuhe geschnürt, bin losgejoggt und losmarschiert und alles andere war egal. Und warum war es egal? Weil es eine Gewohnheit geworden ist und das Ganze lief schon auf Autopilot durch und das ging einfach dann locker flockig von der Hand. Wir Menschen sind unterschiedlich, das ist auch gut so. Und wir Menschen reagieren logischerweise auch unterschiedlich auf externe Einflüsse, auf externe Motivation. Aber wir können natürlich externe Motivation nutzen, um uns einfach nochmal zusätzlich zu pushen. Ich mache das zum Beispiel so, manchmal höre ich zum Laufen Fitnessmusik. Manchmal höre ich auch asozialen Deutschrap. Das motiviert mich irgendwie am meisten, ich weiß auch nicht warum. Oder vielleicht eine Motivational Speech oder ein Hörbuch. Oder manchmal höre ich auch gar nichts und laufe einfach nur so los. Ja? Ich wechsle immer mit meinen externen Einflüssen. Das macht das Ganze irgendwie noch in Anführungsstrichen für mich immer wieder ein Stück weit interessanter. Du bist ein bisschen motivierter. Ich weiß, jeder Mensch ist unterschiedlich, aber such dir auf jeden Fall irgendwas Externes, irgendeinen externen Einfluss, den du möglicherweise auch ein bisschen wechseln kannst von Zeit zu Zeit, damit du aus externen Einflüssen nochmal extrem gepusht wirst. Dritter Punkt, denk langfristig. Viele Menschen wollen einfach direkt Resultate sehen, direkt nachdem sie was gemacht haben. Aber das funktioniert nicht. Gerade beim Sport muss man einfach über einen längeren Zeitraum konstant gute Leistung bringen, bis man Resultate erzielt. Heißt, du solltest das auch im Kopf haben. Heißt, denk langfristig. Weil du heute läufst, ja, wenn du heute läufst und ein Stück ein bisschen Sport machst, dann bist du im Alter möglicherweise fitter. Und dann lebt der Körper, ja, in dem du aktuell lebst, einfach ein bisschen länger. Wäre doch schön. Oder nicht? Viertens, verbinde Sport mit etwas Positivem. Viele Menschen verbinden Sport mit etwas Negativem und ich weiß gar nicht warum. Viele Leute sagen, ja, Sport ist Mord. So ein Quatsch. Verbinde Sport einfach mit etwas Positivem. Und das passiert dann, dann fallen einfach auch extreme Leistungseinheiten wesentlich einfacher. Oder eine extrem schwere Übung, die dir irgendwie gar nicht liegt, fällt dir dann vielleicht auch ein Stück weit einfacher. Wenn du zum Beispiel, ich kann da nochmal einhaken zu dem, was ich gerade gesagt habe, wenn du zum Beispiel in deinem Kopf verankerst, wenn du heute deine Sporteinheit machst, dann lebst du 1, 2 oder 3 Minuten länger. Ja, ist das geil oder ist das geil? Natürlich ist das geil. Und wenn du das in deinem Unterbewusstsein verankerst, dann verbindest du Sport mit etwas Positivem und dann fallen dir auch schwere Sporteinheiten oder vielleicht eine Sporteinheit draußen im ekligen Wetter wesentlich einfacher. Fünftens, eine gute Ausrüstung. Gerade im Winter brauchst du einfach gute Sportklamotten, um draußen halt passend laufen zu gehen oder grundsätzlich Sport zu machen. Und ihr wisst es selber, wenn du die neue Laufschuhe kaufst, ja, dann läuft es sich einfach viel einfacher. Oder wenn du die neue Fußballschuhe kaufst, zum Training gehst, ja, dann spielt es sich irgendwie ein bisschen einfacher. Oder wenn du zum Tennistraining gehst und du hast einen Tennisschläger dabei, den du gerade frisch gekauft hast, ja, dann geht der Ausschlag auch einfach besser von der Hand. Leute, so ist es einfach. Holt euch vernünftige Ausrüstung, vernünftiges Equipment, damit ihr da auch motiviert seid, ja, euer Sportprogramm optimal zu absolvieren. Denn man sollte sich natürlich freuen, in seine Sportklamotten reinzuschlüpfen und sein Sportprogramm durchzuziehen. Sechstens, brecht dieses große Ziel in Etappenziele runter. Ich hatte zu Anfangs gesagt, dass ich 1200 Kilometer in diesem Jahr gelaufen, also im letzten Jahr gelaufen bin. Das hört sich für den einen oder anderen vielleicht viel an. Wenn du das aber runterbrichst auf Etappenziele, dann ist es gar nicht mehr so viel. Ja, 1200 Kilometer im Jahr sind 100 Kilometer im Monat.
Monat. Das sind 3,3 Kilometer am Tag. Ich meine, das schafft doch jeder, ja? Auch du. Und wenn du diese 3,3 Kilometer nur hast, ja, dann erscheint dieser Berg, den du am Anfang gesehen hast, ja, nur noch so klein, ist nur noch ein kleiner Hügel. Und dann hüpfst du jeden Tag über diesen kleinen Hügel ganz gekonnt rüber. Also Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit dem heutigen Video einfach ein bisschen Motivation liefern, um eure sportlichen Ziele im Jahr 2022 durchzuziehen. Egal, ob es Laufen ist, Fitness ist, Fußball ist, Tennis ist, was auch immer, Leute, gebt Vollgas und Attacke und dann werdet ihr das packen.